Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer in Ost und West. Die größte unabhängige Kundgebung in der Geschichte der DDR ist heute Nachmittag auf dem Alexanderplatz im Zentrum Ostberlins nach 5 Stunden friedlich zu Ende gegangen. Während die Veranstalter selbst von etwa 500.000 Teilnehmern sprechen, berichten westliche Agenturen von rund 1 Million Demonstranten. Zuvor waren Hunderttausende unter dem Beifall von Passanten für Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit durch die Innenstadt gezogen. Aus der Fülle von Transparenten und Plakaten waren Sprüche zu lesen wie »Volksauge sei wachsam«, »Macht die Volkskammer zum Grenzkontrollpunkt Glasnost und nicht Süßmost«, um nur einige zu nennen. Ein Abendschau-Kamerateam und Gerhard Horstmeier waren für uns dabei. Die Straßen rund um den Alexanderplatz glichen heute Morgen einer lebenden chinesischen Wandzeitung. Noch nie gab es so viele selbstgemachte, witzige Transparente im Zentrum Berlins zu sehen. Fast alle handgemacht. Das erste Ziel der Hunderttausende von Demonstranten, die Volkskammer, der Palast der Republik. Sie riefen, alle Macht dem Volke, nicht der SED, oder Stasi-Leute, reiht euch ein. Sollt nicht länger Büttel sein. Kommentar eines wirklichen Volkspolizisten. Ja, ich finde es schön, dass die Leute für gute Sachen auf die Straße gehen. Sind das alles gute Sachen? Ja, alles. Ich meine, manche Sachen sind ein bisschen überspitzt dargestellt. Aber das meiste ist akzeptabel, meiner Meinung nach. Glauben Sie, dass es heute irgendwelche Probleme geben wird für Sie? So wie ich es jetzt einschätzen kann, nicht. Ich hoffe doch, dass keine weiteren Probleme oder keine Probleme dazu kommen. Und glauben Sie an die Wende? Wir sind mittendrin. Weiter ging es am Sitz des Staatsrates vorbei. Hier residiert Egon Krenz. Und hier staute es sich. Pfiffe, Buhrufe und auch Beifall mischten sich. Die Demonstration hatte, nicht nur wörtlich, Ost-Berlin im Griff. Vorbei am Kulturministerium, vor dem die Straße tapeziert war, in Anspielung auf einen Satz von Kurt Hager. Alle Tapeten natürlich betextet. Wir brauchen die Wende. Die Luft zum Atmen. Schließlich endete alles auf dem Alexanderplatz. Mitdenker und Hierbleiber. Die Straße ist die Tribüne des Volkes. Auf der Abschlusskundgebung, die überraschend vom DDR-Fernsehen live übertragen wurde, ergriffen 26 Redner das Wort, unter ihnen Künstler, Schriftsteller, Vertreter der Oppositionsbewegung sowie Funktionäre der SED. Bei den Rednern der Opposition überwog der Beifall. Die SED-Politiker mussten viele Pfiffe einstecken. Ein Zusammenschnitt. Wir demonstrieren hier für die Inhalte folgender Verfassungsartikel. Artikel 27 der Verfassung der DDR. Jeder Bürger der DDR hat das Recht, den Grundsätzen dieser Verfassung gemäß seine Meinung frei und öffentlich zu äußern. Außerdem schlagen wir eine Verfassungsänderung vor. Artikel 1. Kapitel 1. Wir meinen, der Führungsanspruch einer Partei darf nicht durch Gesetz verordnet werden. Ich arbeite in der Berliner Kontakttelefongruppe mit. Wir haben über 200 Berichte gelesen, in denen davon die Rede ist, wie Menschen gejagt, geschlagen, gedemütigt und verurteilt wurden. Bis heute ist nicht beantwortet,
Wer hat die Befehle gegeben? Wer hat die politische Verantwortung? Wer hat befohlen, dass Polizisten aufgehetzt wurden und Angst vor der Bevölkerung hatten? Wer hat ihnen gesagt, dass man sie auf dem Alexanderplatz aufhängen würde? Wenn wir diesen Weg der Erneuerung mit Vernunft und Besonnenheit weitergehen wollen, dann muss ich hier mich dagegen wenden, dass viele Mitarbeiter dieses Ministeriums, die ich aus langen Jahren kenne, nun zu Prügelknaben der Nation gemacht werden sollen. Ich spreche über Solidarität und Toleranz. Im Herbst 1989 sind wir auferstanden aus Ruinen und der Zukunft neu zugewandt. Und bald werden wir dieses Lied auch wieder singen. Wer gestern noch die scharfe Kralle der Macht zeigte und heute das weiche Pfötchen des Dialogs hinhält, darf sich nicht wundern, dass viele noch die Kralle darunter fürchten. Wer gestern noch die chinesische Lösung für richtig hielt, muss heute, und zwar verbindlich, erklären, dass dies für die DDR nicht zur Debatte steht. Sonst bleibt die Angst. Darum Demokratie jetzt oder nie. Bitteres ist hier gesagt worden. Es geht an unsere, auch an meine Adresse. Nur wer die Mahnung hört und versteht, ist fähig zu neuem Anfang. Wir alle wollen eine DDR, von der jeder sagen kann, das ist unser Land. Aus Prag erreichen uns indes wieder bedrückende Nachrichten und Bilder. Viel Mühe wird es kosten, vertanes Vertrauen zurückzugewinnen. Alle müssen teilhaben an dieser Macht. Und wer immer sie ausübt und wo immer, muss unterworfen sein der Kontrolle der Bürger. Stell dir vor, es ist Sozialismus und keiner geht weg. Ein Vorschlag für den 1. Mai: Die Führung zieht am Volk vorbei. Und dies ist für mich der wichtigste Satz dieser letzten Wochen. Der tausendfache Ruf: Wir sind das Volk. Das neue Forum brennt darauf, das gähnende Loch aufzufüllen, das der schwarze Kanal hinterlassen hat. Und ein letztes freundliches Wort. Vielleicht können wir bei einer anderen Veranstaltung Erich Löst oder Wolf Biermann dabei haben. Tja, er wäre von Herzen gern dabei gewesen, Wolf Biermann. In der DDR, auch nach seiner Ausbürgerung vor 13 Jahren, populär wie eh und je. Und das war sicher auch der Grund, ihn nicht reinzulassen. Marianne Behlern verfolgte den vergeblichen Versuch. Ist das nicht verrückt? Nur weil einer in die DDR fahren will, müssen so viele Kameras laufen. Wie übertrieben. Wie schön wäre es, wenn es normal wäre und kein Schwanz würde sich darum kümmern. So sollte es eigentlich sein. Recht hatte der Ex-SED-Genosse Biermann. Die Wahrscheinlichkeit, um mal ernst zu sprechen,
dass ich jetzt reinkomme, ist relativ gering. Denn ich wurde ja von Bärbel Bohley eingeladen und nicht von Egon Krenz. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich überhaupt fahren würde, wenn er mich einladen würde. Und so sollten wir uns dann auch nach einer Stunde wiedersehen. Dabei wollte er doch niemandem etwas tun. Hab keine Angst, ihr Herren da oben, auch ihr dürft wieder Menschen sein. Wir drehen den Spieß nicht um und schlagen euch nicht die falschen Fressen ein. Lasst uns gemeinsam Wege suchen, es geht nur so und anders nicht. Wir wollen Gerechtigkeit und keine Rache und zerren euch vor kein Weltgericht. Die wollen sich nicht persönlich an mir rächen, geschweige denn mich ärgern. In diesen Kategorien werden solche Angelegenheiten nicht gedacht und gefühlt und geregelt. Aber offensichtlich verfügen Sie auch nicht über die Souveränität, Sie reinzulassen. Ach, das sagen Sie so. Die würden sagen, Sie verfügen über die Souveränität, mich nicht reinzulassen. Ne? Ich muss zugeben, ich hatte doch im letzten Winkel meines Herzens was anderes erwartet. Auch wenn ich im Kopf wusste, wahrscheinlich werden Sie mich nicht reinlassen. Ich weiß aber auch in demselben Kopf, dass ich wahrscheinlich in der nächsten Zeit doch reinkomme, falls nicht alles kippt in der DDR. Und also werde ich es neu versuchen. Ich bin nicht der Meinung, dass ich nun dringend notwendig bin für die DDR. Die DDR ist für mich notwendiger als ich für sie. So rum muss man es korrekt sehen. Im Rathaus Schöneberg gab es am Nachmittag eine Pressekonferenz. Der regierende Bürgermeister Walter Momper, der wegen der aktuellen Ereignisse im anderen Teil der Stadt seine Reise in die CSSR auf morgen verlegte, bezeichnete die Ostberliner Demonstration als einen Markstein. Die Demonstration heute zeigt auch, dass egal was darüber diskutiert wird, das Machtmonopol der SED nicht mehr existiert. Die wirkliche Macht in der DDR, das ist das Volk, das sind die gewesen und weit darüber hinaus, die heute auf der Straße waren. Die SED wird sich bemühen müssen, einen schnellen Übergang zu politischen Strukturen schaffen zu müssen, die dem demokratischen Pluralismus, der real schon herrscht, Rechnung trägt. Die SED ist gut beraten, an einem Führungsanspruch nicht mehr festzuhalten, sondern die Macht zu teilen. Denn der Führungsanspruch, der muss, wie dort heute richtig gesagt worden ist, erkämpft werden. Und der dort geforderte Rücktritt der Regierung wäre ein Weg dazu, deutlich zu machen, dass die SED auch gewillt ist, diesen Weg zu gehen. Und hier gleich noch die Stellungnahmen, zunächst von CDU und AL. Für die Christdemokraten Oppositionschef Eberhard Diepgen. Für einen Berliner waren das bewegende Bilder. Nach den großen Demonstrationen, an die ich mich noch erinnern kann, vor dem Reichstag, nach den Demonstrationen für Freiheit, für Selbstständigkeit, für Selbstbestimmung im Westteil der Stadt, jetzt eine Großdemonstration für Rechtsstaatlichkeit und Selbstbestimmung im Ostteil der Stadt. Das ist ein Markstein in der Entwicklung der Stadt und ich hoffe insgesamt in der DDR. Ich hoffe, der Ruf nach Rechtsstaatlichkeit wird auch erfüllt. Und meine Forderung an Herrn Krenz und die SED ist, es geht nicht um die Wahrung der führenden Rolle der Partei der Arbeiterklasse, sondern es geht um freie Wahlen, es geht um Freiheit und Selbstbestimmung in der DDR. Und wer das nicht begreift, wird feststellen, dass die Geschichte über ihn hinweggeht. Was wir heute in Ostberlin erlebt haben, war eine friedliche Volksrevolution. Und das in einem Lande, wie Stefan Heim sagte, in dem Autoritätsgläubigkeit und Staatshörigkeit eigentlich zur Geschichte gehören. Ich habe auf der Veranstaltung kein Wort und kein Transparent zum Thema Wiedervereinigung gesehen und ich finde das bemerkenswert. Ich glaube, die Menschen in der DDR, das ist heute deutlich geworden, wollen ihren eigenen Weg gehen auf der Grundlage ihrer eigenen Gesellschaft und wir sollten sie dabei solidarisch unterstützen. Wir sollten aber nicht so tun, als wenn unser Weg der einzig richtige wäre, sondern sie müssen ihren eigenen Weg in ihrer Gesellschaft finden.
Für die Fraktion der Republikaner sagte Carsten Pagel, man begrüße es, dass in der DDR jetzt ein Mehr an Freiheit für die Bürger vorhanden sei. Die heutige Demonstration habe gezeigt, dass es nicht bei kosmetischen Korrekturen bleiben könne, sondern dass eine grundsätzliche Veränderung des DDR-Systems notwendig sei. Am Ende dieser Entwicklung stehe notwendigerweise die Abschaffung des Sozialismus in der DDR. Damit sei die Existenz der DDR dann überflüssig. Soweit Carsten Pagel. Ein Hinweis in eigener Sache, meine Damen und Herren, ab 20.15 Uhr, also gleich nach der Tagesschau, gibt es im Ersten einen Brennpunkt, der sich mit der Entwicklung in Ost-Berlin beschäftigt. Durch die Sendung führt Jürgen Engert. Eine weitere SFB-Sondersendung folgt ab 21.05 Uhr im Dritten. Thema Ost-Berlin, ein historischer Tag. Moderator Horst Schettle. Eine Meldung aus Prag gleich noch. Die mehr als 5000 DDR-Bürger, die auf die Ausreise in den Westen warteten, haben das Gelände der Botschaft verlassen und befinden sich in Sonderzügen auf dem Weg in die Bundesrepublik. Unter denen, die kommen, sind auch viele, die nicht den Weg über die Botschaft genommen haben, sondern in Prag ohne Umweg in die Sonderzüge umgestiegen sind. Die CSSR lässt sie in Absprache mit der DDR ohne Ausbürgerungsbescheinigung ausreisen. Soweit die politischen Meldungen und Berichte dieses denkwürdigen Tages. Und nun zu anderen Themen, etwas verspätet das Wetter. In der kommenden Nacht teils wolkig, kaum Regen, tiefste Temperatur bei 5 Grad. Morgen überwiegend stark bewölkt, gelegentlich Regen, höchste Temperatur 10 Grad. Themenwechsel. Sie war unvergleichlich. Berlin lag ihr zu Füßen. Sie war immer ein zerbrechlicher Star des großen Kabaretts. So schwärmte Berlins prominentester Kritiker Friedrich Luft anlässlich des heutigen 90. Geburtstages von Blandine Ebinger. Die Glückwünsche der Abendschau überbrachte Christina Figura. Kaufst du nichts, mein holdes Kind? Was taugen noch die Hölzchen dir? Der Vater flucht und schlägt dich noch, bringst du kein Geld für Schnaps und Bier. Der Hunger nagt, wie brennt der Schnee, wie tun die starren Finger weh. Mit solchen Chansons wurde Blandine Ebinger in den goldenen 20er Jahren zum Bühnenstar. Sie arbeitete mit Tucholsky und Brecht, verheiratet war sie mit Friedrich Holländer. Zum Gratulieren kam heute Vormittag Kultursenatorin Martini. Es blieb Zeit, in Erinnerungen zu blättern. Blandine Ebinger spielte in über 80 Filmen, auch zu Stummfilmzeiten. Hier mimte sie eine alkoholisierte Friseuse in dem Film Mysterien eines Frisiersalons. Ein Schlückchen Sekt gab es auch heute, fast 70 Jahre später. Auf ihr Wohl, Blandine. Ja, ganz Berlin ist für Olympische Spiele hervorragend geeignet. Das war der Kernsatz des Präsidenten des Nationalen Olympischen Komitees für Deutschland, Willi Daume, in einem Fernsehinterview heute in Berlin. Laut Daume komme die derzeitige politische Entwicklung in der DDR dem olympischen Gedanken sehr entgegen. Die DDR-Bevölkerung sei sehr dafür, so der NOK-Chef. Zum Fußball. Hertha BSC war knapp eine Woche lang Spitzenreiter der zweiten Bundesliga. Den Platz an der Sonne hat man wieder verloren an Saarbrücken. Johannes Kerner kommentiert die Tore. Helmut Rombach faulte zweimal, zweimal grob, das wäre zweimal gelb und das heißt einmal rot. So ist das beim Fußball. Platzverweis okay, Elfmeter nicht. Das Foul wurde außerhalb des Strafraums begangen. Wie dem auch sei, Yeboah verwandelte für den ersten FC Saarbrücken und Fuchs ahnte Böses. In der 36. Minute erhöhte Krätzer auf 2:0 und zum schlechten Schluss köpfte Hach die Berliner weg von der Tabellenspitze. Im Olympiastadion trafen mit Blau-Weiß und Hannover 96 zwei Mannschaften aufeinander, die im undankbaren Mittelfeld der Tabelle zu finden sind. Gespannt war man auf das Debüt des Ostberliners René Defke. Ob sein gelungener Einstand war, sagt uns Martin Zimmermann. Wenig gab es zunächst zu sehen von René Defke und von seinen Mitspielern. Hannover machte das Spiel mit Erfolg. 35 Minuten waren absolviert. Siegfried Reich bringt das Leder erstmals über die Torlinie. 0:1 zur Pause. Blau-Weiß 90 danach mit wesentlich mehr Elan und auch der Neue mit seinem Erfolgserlebnis René Defke. Sein erstes Tor in seinem ersten Spiel als Profi zum 1:1 Endstand. Zumindest in der zweiten Hälfte zeigte sich Blau-Weiß von seiner besseren Seite. Und den Namen Defke sollten sich auch künftige Blau-Weiß-Gegner merken.
Spandaus Wasserballer wollen zum 5. Mal hintereinander in das Finale um den Europapokal der Landesmeister einziehen. Gegen Dan Schöneberg war Moskau alles andere als eine leichte Aufgabe. Stanley Schmidt berichtet. Spandau 04 in den weißen Kappen qualifizierte sich vor rund 1000 Zuschauern gegen ZSKA Moskau für das Europapokalfinale im Wasserball. Der Titelverteidiger ging nach Treffern durch Bukowski und anschließend durch Theismann im dritten Viertel sogar mit 6:3 in Führung, verlor aber am Ende nach einer Schwächeperiode mit 7:8. Doch durch den klaren 10:7 Auswärtserfolg reichte es zur Finalteilnahme. Das erste Endspiel gegen Zagreb wird in 14 Tagen in Berlin ausgetragen. Seit heute rollt in der Orangerie im Schloss Charlottenburg ein sogenannter Art Express. Dahinter verbirgt sich eine Leistungsschau, an der sich 38 Berliner Galerien beteiligen. Eine Kunstmesse wie in Köln, Basel oder Frankfurt will der Art Express nicht sein. Hier wird der Versuch unternommen, einmal konzentriert das Angebot der Berliner Galerien zu zeigen. Einzelangebote wie hier ein 100-Wasser für 325.000 Mark sind die Ausnahme. 10 Tage wird in der Orangerie täglich von 12 bis 22 Uhr mit Jazzmusik aus Riga für das große Kunstangebot in Berlin geworben. Und dazu gibt es im neuen Outfit das Kunstblatt, das vierteljährlich erscheinen wird. Ja, wir werden auf diesen Art Express in der nächsten Woche noch einmal zurückkommen. Heute war es natürlich nur eine Stippvisite. Und nun gleich einige Tipps für Kurzentschlossene. Czerno Jobatai hat sie zusammengestellt. Die grinsende Schlechtigkeit gegen den berühmten Flattermann, Batman. Kultfilm oder Schwachsinn? Alle reden dieser Tage darüber. Bilden Sie sich selbst ein Urteil. In der Kurbel, im Odeon, im Zoo oder Royalpalast, auch im Marmorhaus, zu den üblichen Anfangszeiten. Der Saxophonist Kreuzeder spielte schon mit vielen Berühmten, von Stevie Wonder bis zu Sting. Diesmal jazzt er nur zur Gitarre Henry Sensinius, heute Abend in der Pumpe und morgen 20 Uhr nochmal im Wasserturm in Kreuzberg. Das Puppentheater Berlin erzählt die alte Geschichte über Leiden und Leben der Bremer Stadtmusikanten neu. Sonntag um 15 und um 16.30 Uhr. Da will die Bäuerin mich abschaffen. Nicht nur für Jetsetter und Vielflieger, nein, alle, die schon immer mal wieder an Berlins Tor zur weiten Welt pilgern wollten, Sonntagvormittag, so kurz vorm Mittagessen, gibt es da einen Jazz-Frühschoppen. Jazz on Airport. So wie unsere Väter brauchen Sie nicht in die Röhre zu gucken, wenn Sie den Himmel sehen wollen. Wir haben doch unsere Sternwarte. Zu jeder vollen Stunde zwischen 15 und 20 Uhr werden da morgen für Jung und Alt die Geheimnisse des Universums gelüftet werden. Ja, unsere Sendung klingt aus, meine Damen und Herren, wie sie begonnen hat, mit Bildern vom Alexanderplatz und Kurt Demmler, einem prominenten Ostberliner Liedermacher. Soweit die Abendschau vom 4. November, einem Tag, den man nicht so schnell vergessen wird. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. So macht uns keiner unseren Sozialismus kaputt. Wir bewachen ihn gut, wir bewachen ihn gut und halten ihn geheim bei Tag und bei Nacht. Sonst hätte ihn uns der Westen längst nachgemacht. Irgendeiner ist immer dabei von der Kanzlei zur Polizei. Irgendeiner macht immer einen Strich. Und wenn's du nicht bist, bin's ich. Refrains haben die schöne Eigenschaft, die lassen ihn mitsingen, falls er ein bisschen Lust bekommt zu singen, ja? So hauen wir mächtig gegen jeden Feind auf die Pauk und hauen ihn aufs Aug und hauen ihn aufs Aug. Und haben wir ihn gehauen, wie man den Feind nur hauen kann, schauen wir uns stolz aus feigen blauen Augen an. Irgendeiner ist immer dabei von der Kanzlei zur Höhenpolizei. Irgendeiner macht immer einen Strich und wenn's du nicht bist, bin's ich. So hat ein jeder Arbeiter in seinem Betrieb die Arbeit so lieb, die Arbeit so lieb. Denn neben seiner Arbeit hat er auch noch die Macht. Nur was er macht mit der Macht, wird genau überwacht. Irgendeiner ist immer dabei von der Kanzlei zur Höhenpolizei. Irgendeiner macht immer einen Strich und wenn's du nicht bist, bin's ich.
So war zu Haus am längsten nun der Papi der Mann, der die Kinder schnauzt an, der die Kinder schnauzt an. Jungpionier René droht heut nur beiläufig gekonnt, mit seinem Wissen für die unauffällige Front. Irgendein und in jeder Familie, meine Herrschaft, na ist immer dabei, von der Kanzlei zur Polizei. Irgendeiner macht immer einen Strich, und wenn's du nicht bist, bin's ich. So fallen wir Brummi-Bursi auf die Nummer nicht rein. Er sei so allein, er sei so allein. Denn in der kleinsten Kneipe ist man schon zu zweien. Und was im Telefonnetzknack kann auch noch einer sein. Irgendeiner ist immer dabei, von der Kanzlei zur Höhenpolizei. Irgendeiner macht immer einen Strich. Und wenn's du nicht bist, bin's ich. So hat ein jeder Dichter oder Liedermacher es nicht mehr so schwer, es nicht mehr so schwer. Denn jeder hat im Hinterkopf einen kleinen Schutzmann, der gibt grün bei Wasser darf und rot bei Wasser nicht kann. Irgendeiner ist immer dabei, von der Kanzlei zur Höhenpolizei. Irgendeiner macht immer einen Strich, und wenn's du nicht bist, und du nicht bist, du nicht bist und sie nicht sind, bin's ich.